nicht auf den Boden. Ich liege unterm Auto. Hallo und herzlich willkommen zurück zu der zweiten Folge hier von Altes Live mit Chippy Zockt. Hallöchen. Ja, hallöchen. Ja, leider erstmal noch zu zweit, ist aber nicht weiter wild, denn wir haben tatsächlich Pläne. Möchtest du die sagen, weil ich verwechsel bestimmt wieder was. Ja, Pläne sind wie folgt. Wir wollten ja ursprünglich eigentlich Salz farmen und Salz schön verkaufen. Das Problem ist aber, dass der Börsenkurs sowas von stark gefallen ist, dass wir für Salz noch irgendwie 500 kriegen. Und das ist scheiße, deswegen müssen wir uns gerade mal ein bisschen Geld holen, nochmal einmal durch Bananen farmen, damit wir ein zweites Auto haben. Und mit dem zweiten Auto fahren wir dann nochmal Bananen farmen und holen uns dann eine Glaslizenz, beziehungsweise eine Sandverarbeitungslizenz, um dann Glas herzustellen. Genau, aus irgendwelchen Gründen ist nämlich der Glaswert tatsächlich gestiegen und der Salzwert extrem gesunken. Also sowas von extrem. Vielleicht blende ich das vorher nochmal ein, bevor die Folge direkt anfängt, dass vielleicht die ein oder anderen, die sich ein bisschen damit auskennen, auch direkte Zahlen mal vor Augen sehen. Der naja, Salzpreis ist halt so gesunken, weil die Lizenz, um Salz verarbeiten zu dürfen, einfach nur total gering ist. Ja. Die kann sich halt jeder direkt leisten und alle machen das. Und deswegen haben wahrscheinlich jetzt über Nacht oder seit gestern so viele Leute Salz gemacht. Ja, das stimmt. Kohle für was anderes. Sag mal, da streiten sich Leute. Gut, Leute, ich mach kurz einen Cut rein. Wir machen das mit den Bananen und sowas und melden uns wieder, wenn wir Geld in der Tasche haben. Vorher wollt ihr ja auch nicht sehen. So. So, ich hätte jetzt 11.000. Soll ich das Geld aufs Konto packen lieber? Ja, pack mal aufs Konto erst. Hast du eigentlich immer so einen Grundbetrag bei? So ein Tausender oder so? Ein Tausender, ja. Oh, der hat jetzt hier, guck mal, das hast du wahrscheinlich auch noch nicht gesehen. Warte, der Bulle fährt jetzt hinterher. Ja. Hier vorne an der Straße am Zebrastreifen stehe ich. Komm hin. Und hier vorne, jetzt liegt Stacheldraht. Da. Ach, eben. Wenn man da drüber fährst, platzen alle vier Reifen. Das ist richtig geil zum Aufhalten von irgendwelchen Personen. Das macht riesig Spaß, die Dinger aufzustellen. So kannst du auch die Rebellen aufhalten oder die Banditen, wenn die Ifrit fahren oder so, ne? Weil die sind ja so stark gepanzert. Die kriegst ja kaum down. Ah, dann alle vier Reifen down und dann kommst du gar nicht, ne? Dann hast du ein Problem. Ja, dann kommst du ja nicht mehr weiter. Meistens reichen auch die vorderen beiden. Cool. So, mal ganz kurz den Zwischenstand an der Stelle. Wir haben einige Bananen verkauft. Ich habe jetzt aktuell ungefähr 11.000, 12.000. Ist natürlich nicht so richtig dick. Wie viel hast du? 12.000. Wo ist denn jetzt Salz? Hier ist Salz. Oh, 600. Ha, geil. Hammer. Außer, dass es mega laut ist. Ne. Gut, Weltuntergang. Wir sehen uns nach dem Weltuntergang wieder. Bis gleich. Ich liege auf dem Boden. Ich liege unterm Auto. Alter, ein Server-Restart der Extraklasse. Gut. Reingezoomt. Ja, Leute, damit herzlich willkommen zurück. Ja, nach dem Server-Restart. Leider war der Restart nicht ganz bei mir auf dem Schirm, denn ich habe die Aufnahme schon beendet gehabt und danach war ein Weltuntergang. Ihr habt vielleicht noch ein bisschen was mitbekommen können. Den kompletten Weltuntergang seht ihr dann bei Chippy Zockt auf dem Kanal. Oh ja. Der war echt geil. Mit dramatischem Sterbemodus. Ja, das war echt der geilste Restart ever. Ever. Bist du was davor, ich stehe gerade hier an diesem Altes Markt und guck mal, ob sich der Preis irgendwie verändert hat. Aber nein, der Preis hat sich immer noch nicht verändert. Raffiniertes Salz immer noch 603 Euro. Das ist viel zu wenig. Viel zu wenig? Viel zu wenig. Die Glaslizenz 60.000 haben wir gesagt, ne? Und mit unseren Autos machen wir einen ungefähren Umsatz mit 20.000. Die Bananen. Ja. Ne? Bringen uns ja, beide genau. Zusammen 20.000 ein. Das heißt, zweimal werden wir es noch machen müssen. Wohl oder übel. Um uns die Glaslizenz zu kaufen. Ah, dann werden wir reich. Dann. Die Sandverarbeitungslizenz, sorry, nicht Glaslizenz, Sandverarbeitungslizenz. Ja, genau, ne? Richtig. Ja, aber das ist so anstrengend, Rico. Ich meine, wir könnten doch auch Folgendes machen. Erstmal GPS einblenden und dann könnten wir Folgendes machen. Das Auto holen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie teuer die Kokain- und Cannabis-Lizenzen sind, weil ich glaube, dafür braucht man auch Lizenzen. Ach so. Mhm. Das könnten wir auch machen. Ich meine, ob es sowas wie einen Rebellenshop gibt oder sowas, das wäre noch geil zu wissen, dass du auch so richtig teure, geile Waffen kriegst, ohne Waffenschein, ne? Also illegale Waffen. Ja, das ist richtig. Das Positive ist ja für die Zuschauer an sich, ist es ja eh ein Cut, also egal, wie wir es auch machen, für die ist es ein kurzer Cut und dann haben wir halt die Lizenzen. Es geht halt jetzt nur darum, wie wir unsere Aufnahmezeit damit jetzt
Also wenn wir zum Beispiel Gläser kaufen würden, dann könnten wir Folgendes machen. In der Brauerei oder Schnapsbrennerei können wir dann halt Alkohol herstellen. Bringt das was, ja? Guck mal auf die Tafel, wie viel Alkohol bringt. Zeig mal. Das ist nicht wenig. Whisky bringt 4200? Bringt ja wie Diamanten. Das ist nicht wenig. Und auch Bier oder was da noch drunter ist oder Absinth oder sowas. Aber obwohl Absinth ist wieder was Illegales, steht hier. Bier ist 4700, stimmt? Selbst Bier, ne? Nur ein popeliges Bier. What the fuck, Alter, ey. Das ist so teuer, ne? Das Bier no, no. Ist... Was muss man dafür machen für Bier, ist die Frage, ne? Absinthflasche 8500, das ist das... Alter, damit stellst du Kokain und Heroin und was Marihuana locker in Schatten. Ja, und da werden sie alle campen und dich überfallen an der Stelle. Ja. Kann ich dir so schon sagen. Alter, was hast du da angefahren? Ah ja. Wann explodiert denn der? Raus, steig aus, schnell. Ja. Dein Auto hat Schaden genommen, steig schnell aus. Vor allem, ich lenke ein und ditch den hinten am Dings minimal an, auf einmal fliegt der so nach oben, landet wieder und explodiert dann so 3 Sekunden später. Ja, das liegt daran, dass der von der Mauer erschlagen wurde, mehr oder weniger. Du Scheiße. Nu? Was ja, passiert jetzt? Ja, ADAC rufen, dein Auto reparieren lassen. Oder ist deiner auch explodiert? Nee. Der ist noch nicht explodiert. Ich hab ein bisschen Aua. Wie viel Aua hast du denn? Weiß ich nicht, der pulsiert. Kann ich das irgendwo ablesen? Unten rechts in der Ecke. 55 habe ich noch. Dann solltest du auch einen Medic anrufen, glaube ich. Ich kann mir auch ein Medikit kaufen, oder? Ein Medikit kostet 5000. Und ADAC reparieren kostet auch 5000. Medikit kaufen und Werkzeugkasten kaufen kosten 5000, genau, das wollte ich sagen. Dann schreibe ich mal, habe ein stark beschädigtes Fahrzeug. Okay, da schreit das, wenn ich schreibe, brauche einen Sanitäter bei. Bananen, kannst du ja dazu sagen, nach den Koordinaten, dass du Bananenplantage bist, nördlich Kavala. Ich bekam einst eine Meldung. Ja. Nico, du hast dein Auto geschrottet. Muss ich das jetzt sagen? Nein, sag's ja, nicht. Nee. Warum ist das Haus kaputt? Lass mich mal bei dir einsteigen, dass sie denken, das ist mein Auto, dass die gar nicht erst darauf kommen, dass das mein Auto sein könnte. Im Haus stand nämlich auch vorhin mein LKW. Hier stand eben noch ein Haus, das Haus war eben noch voll intakt und daneben stand ein LKW. Boah, Alter. Verkaufen gegangen und jetzt ist das Haus kaputt, hier steht ein kaputtes Auto daneben. Soll ich jetzt sagen, das ist mein Auto? Ich weiß nicht, was mit dem Kopf vorgeht, aber ich sehe ein ganzes Haus und ein kaputtes Auto, also vielleicht... Aber das sehe ich auch so. Also das Auto, das kaputte... Das kaputte Auto sehe ich und ich sehe auch ein instandes Haus hier. Das ist auch alles heile hier. Behaupt einfach irgendwas, Rico. Wir müssen hier ganz schnell weg. Ja, ich glaube auch. Ich muss schnell den ADAC-Mann... Ich werde gar nicht auf die Konversation eingehen. Ich werde dem ADAC-Mann sagen, der soll das schnell reparieren und dann verpissen wir uns hier. Und dann schreien wir, macht's gut, ihr Idioten, und fahren vorne gegen die nächste Wand. Aber das ist echt, also das mit der Physik und Schadensmodell und so ist ein bisschen heavy, wa? Ich hab den ja echt nur geleckt. Ja, das ist wegen der Mauer. Ja. Oh, da kommt unsere Rettung. Dem Sani scheint ich gar kein Geld geben zu müssen, wa? Nee, ist Krankenkassenbeitrag, ne? Ah, okay, super. Boah, landet der erstmal eiskalt, ey. Was für ein Riesenheli. Das ist ein Monster, ne? Ja. So, da kommt der ADAC und wird mein Auto repariert. Soll ich fahr schon mal verkaufen, ne? Hallo? So, ich zeige mal das gute Stück. Oh, Rico, Alter. Jetzt wirst du auf dich alleine gestellt. Das ist ein Problem. Hier haben wir ja den Übeltäter. Wieder Paradingsbums daneben steht, einfach nur und sich denkt, aha, warte mal, Moment mal, wie sieht jetzt 1 und 1 bei dem Kopf? Nee, der zählt nicht zusammen.
Wie haben Sie das denn hinbekommen, wenn ich fragen darf? Ich bin hinten gegen die Wand geditscht. Da, wo die Bank steht. Oh. Stückchen weiter rechts. Und bin dann nach vorne gerollt und dann auf einmal hat's bloß noch... Ja, eigentlich hat's dann nichts mehr gemacht. Bin nach hinten gefahren, gegen die Wand und dann bin ich nach vorne gekullert und dann war Ende. Und dann bin ich ganz schnell rausgesprungen, weil ich Angst hatte, dass hier noch was Schlimmeres passiert. Wollen Sie mal kurz mitkommen, ein paar Räder holen? Ja. Ach, jetzt läuft der so gehockt, als würde man... Wie kann ich ihn langsam laufen, gehockt? Der macht richtiges RP. Ja, ich soll das auch machen, aber ich weiß nicht, wie ich langsam gehockt laufen kann. In die Hocke gehen und mit C. C einmal drücken, dann gehst du ja und dann gehst du einfach so in die Hocke. Ach ja, richtig, okay. Jetzt laufen wir echt langsam gehockt, weil das so wirken, sonst hätten wir einen Reifen in der Hand. Krass, oder ein Rad. Ist doch voll gut. Ja, finde ich auch gut. Ich dachte jetzt, ich muss wirklich ein Rad holen. Also ich muss sagen, wir hatten echt sehr, 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 sehr großes Glück. Also ich brauche doch tatsächlich einen Sanitäter dann kurz danach. Passieren können, dass der Tank hier nicht beschädigt wurde. Also wenn der Tank jetzt hier ein kleines Leck hätte, also dann könnte ich nichts machen. Dann könnte ich bloß nur abschleppen und sehen, was ich im HQ machen könnte. Ah, okay. Aber wir haben, wie gesagt, sehr. Soll ich noch eine Weile hier stehen bleiben, damit ihr Licht habt, oder? Nee, ist eigentlich nicht möglich, aber trotzdem sein wird. Okay. Verkauft. Trotzdem danke. Genau. Ich glaube, der lässt sich auch extra viel Zeit, ne, weil das ein großer Schaden ist. Ja, klar, der ja. Macht RP richtig gut, also... Okay. Ist ja auch komplett weg. Müssen wir auch austauschen. Holen Sie die noch weg von mir? Wie bitte? Ob Sie noch mehr eine Frontscheibe holen wollen? Oder ich kann auch nicht alleine zu fahren, ich weiß nicht, ob das gelingt. Nö, ich komm mal mit. Ich glaube, ich gehockt nebeneinander her, als würden wir eine Frontscheibe tragen. Das ist der Hammer. Ich bin schneller wie er, weil ich einfach stärker bin. Da trollt er im Rückwärtsfahrmodus die ganze Zeit. Oh mein Gott. Wer denn? Ach, auf dem Marktplatz ist wieder so ein typischer Troller. Okay. Das ist an der Straße, das ist ein Film, was passiert mit Glasscheiben auf Straßen und so, ne? Ja, ist nicht gut. Kann ich verstehen, was ich meine. Ja. Huch! Oh, hier ist ein Baum. Ich finde das krass, wirklich, dass man sich echt darauf so einlassen kann. Finde ich cool. Weißt du, dass wirklich so, dass es quasi keine Animation dafür gibt und gar nicht so an sich diese technischen Voraussetzungen in dem Spiel, sondern dass man sich das mit purer Fantasie so ein bisschen so zusammenschmiert. Ja. Schon geil gemacht. Ich hab wirklich gedacht, der gibt mir einen Reifen. Aber der Sani hat mich jetzt auch auf 75 hochgehalten, ne? So, okay. Schade, ich dachte, das geht auf 100. Komm ich jetzt nie wieder auf 100? Doch, wenn Yay! Ich... Yay! Jawohl! Ja, super. Super. Sehr gute Arbeit. Der Motor ist jetzt wirklich nur notdürftig gepflegt. Wir müssen auf jeden Fall jetzt in den wirklich nächsten zwei Tagen nochmal eine Werkstatt aufsuchen, weil so können sie definitiv langzeitmäßig nicht fahren. Mach ich. Auf jeden Fall die Radmotoren nach 3000 Kilometern nochmal anziehen, aber ich denke mal, das werden sie ihnen in der Werkstatt auch nochmal sagen. Okay, mach ich. Ansonsten dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Dasselbe und ein großes Dank an der Stelle. Ja, für meinen Job. Super. Ja, aber... Verdammt! So, ich habe jetzt 40.000 auf Cash. Wie viel? 40.000? Habe ich jetzt auf der Bank, ja. Ich habe 22.000. Ich bin ja einmal mehr gefahren. Einmal mehr gefahren wie du. Immer mehr wie du. Das heißt, wir können uns die Lizenz leisten? YOLO! Ich meine, ja. Dann können wir uns die Lizenz leisten. Leute, ich muss mein Geld wieder abheben. Ich habe es gerade eingezahlt, aber gut. 30.000 gebe ich dir, ja? Ah, habe ich ja nicht. Ich glaub, was? Wollen wir die jetzt kaufen schon? Wollen wir nicht erst die Zinsen arbeiten lassen? Das ist ja Quatsch. Nein, ich mach das nicht. Ich werde denjenigen nicht töten, nur weil du mir Geld dafür gibst. Ich will meine Hose jetzt nicht ausziehen. Nein, meine Hose bleibt an. Die gucken Pädophiler. Alle. Die gucken, ich geh weg. Ja, hauen sie ruhig ab. Vielleicht will der Burgerbrater ja was von ihnen, aber ich nicht. Oh je. Was wollt ihr von mir? Willst du was kaufen? Verschiedene Sachen. Ihr könnt auch lauter reden.
Willst du was kaufen? Nein, ich möchte nichts kaufen. Du siehst aber aus, als wenn du was brauchen würdest. Brauchst du neue Sneaker? Hm? Richtige Jordan-Sneaker? Ja, ich bin mir ganz sicher, dass ich nichts brauche. Ja, wie wär's wunderschöne mit einer Uhr? Uhren. Ja, die wollte ich gerade anbieten. Ich hätte auch noch bessere Sonnenbrillen im Angebot. Also, ich kaufe nichts hier. Guck mal hier, hoch, runter, hoch, runter. Dahergelaufenen Leuten. Hallo, weißt du, mit wem du sprichst? Das ist Top-Ware. Wir sehen doch nicht dahergelaufen aus. Ich bitte dich, guck mal dein Outfit an. Ja, wir sind weltbekannt. Also, ihr seid dahergelaufene Leute, also... Ich kaufe mit Sicherheit nicht. Okay, ja, letztes mein Wort, Freund, ja, wirklich nicht. Dein Name, den merke ich mir, Nalkon, dein Name. Ja, dreh dich nicht um. Sobald du mir den Rücken zudrehst, wird was ganz Böses passieren. Wir sehen uns, ne? Man sieht sich immer zweimal im Leben. Man sieht sich immer zweimal. Immer zweimal und jetzt in den Schatten verschwinden.